In der vergangenen Woche haben wir die Eskalation beim Handelsstreit zwischen China und den USA gesehen, als dann die Finanzchefin von Huawei verhaftet wurde und ins Gefängnis kam. Bei mir Robert Halver von der Baader Bank. Wird jetzt auch demnächst Tim Cook verhaftet, wenn er mal in China ist? Ja, ist ein starkes Stück, was der Trump sich da erlaubt, wenn man einfach eine Finanzchefin mal verhaftet, auf den Verdacht, dass man die Sanktionen Amerikas gegen Iran unterlaufen hat, wo die Chinesen gar nicht mit abgestimmt haben und der Verdacht geäußert wird, dass Huawei Cyberkriminalität betreibt. Das ist, glaube ich, nicht geeignet, jetzt einen Handelskrieg schnell zu lösen. Aber Trump meint wohl, ich muss noch mehr Druck ausüben gegen China. Aber die Chinesen, da muss man sich auch mal loben, haben gesagt, sie wollen weiterhin mit den Amerikanern verhandeln, ein Handelsabkommen machen, das aber dieses Jahr nicht mehr stattfinden wird. Dieser Handelskrieg hat ja die Märkte im Prinzip die letzten Monate auch mitbestimmt. Wie die anderen politischen Themen ist das momentan ja das entscheidende Thema. Und wenn das gelöst wäre, könnten die Märkte dann auch noch mal weiter nach oben gehen? Ja, genau. Der Handelskrieg ist wie eine Bleiweste für die Märkte. Das bremst alles aus. Keiner kann jetzt klar denken, was machen wir jetzt? Man müsste überlegen, Import-Exportströme, die sind ja alle beeinträchtigt, auch gerade von auch in Deutschland. Denn wenn die Amerikaner mit den Chinesen natürlich im Streit sind, dann kann nicht Deutschland friedlich leben. Wie heißt es so schön? Wenn zwei sich streiten, kann sich der Dritte nicht freuen. Der Dritte ist Deutschland. Aber dieses negative, sehr negative Thema, wenn sich das aufhebt, wenn man ein Handelsabkommen haben wird, das sicherlich eher amerikafreundlich ist, dann ist das natürlich auch so, als würde man auf einmal die Fenster und Türen aufmachen, frische Luft reinlassen, dann laufen die Aktienmärkte wieder, weil das ist das massive Thema, an dem ja alles hängt, auch die Rezessionsängste und so weiter, Ölpreise, das ist etwas, da muss man sagen, das ist der Gamechanger dann. Der DAX tendierte ja auf dem schwächsten Niveau seit über 2 Jahren, seit dem Brexit-Votum. Wer reagiert da schneller, die Algorithmen oder wirklich lebendige Investoren? Das sind die Algorithmen. Die sind ja so eingestellt, dass wenn gewisse Linien geschlagen sind nach unten, dann wird weiter verkauft, verkauft, verkauft. Aber was nach unten geht in puncto Aufzug, Fahrstuhl, geht er nach oben. Das heißt, kommt wieder Stimmung rein, geht es ruckzuck nach oben. Wir sehen ja gerade in Amerika, viele Hedgefonds haben ja im Oktober verkauft, haben jetzt Liquidität und die warten nur drauf, was passiert jetzt. Passiert in diesem Jahr nichts mehr, dann war es das eben in diesem Jahr. Aber wenn da sich Aufhellung tun, geht das Geld so schnell in den Markt zurück, so schnell kann man gar nicht schauen. Für 2019 heißt das was? Besser. Das war Jahr 2018, da haben wir ja am Anfang des Jahres auch ich gesagt, das wird ein gutes Jahr. Es war jetzt kein gutes Jahr, aber wir haben jetzt so viel Negatives auch jetzt hier schon verarbeitet. Wir haben so viel Luft auch von der Bewertung rausgelassen. Wir haben diese Themen, Handelskrieg, Brexit, Italien, Zinsangst. Aber diese Themen, da bin ich nach wie vor überzeugt, dass Politik uns nicht im Stich lässt, werden dann im nächsten Jahr gelöst und dann gehen die Aktienmärkte wieder ab. Allein das Thema Zinsangst. Die Fed wird nicht müde zu sagen, keine Angst, in uns kommt nicht mehr viel. Das heißt, für Anleger, die Aktienmärkte bleiben weiter interessant? Sie bleiben interessant, weil nach wie vor die Frage zu stellen ist, was ist die Alternative? Man müsste jetzt gerade auch bei regelmäßigen Aktienansparplänen sagen, ich müsste ja glücklich sein, jetzt bei schwächeren Kursen das weiterzuführen, um einfach im Einkauf liegt der Gewinn, so das Motto, an das Objekt der Begierde auch näher ranzukommen. Und wenn wir eben nicht die Rezession im nächsten Jahr spielen, wenn wir eben ein Handelsabkommen dann auch irgendwann feiern können zwischen den Amerikanern und Chinesen. Die Chinesen wollen es auf jeden Fall und Trump eigentlich auch, wenn er sich mal etwas ruhiger verhält, dann gibt es keinen Grund, den Aktienmarkt fernzubleiben, auch wenn es im Augenblick sicherlich dunkel aussieht. Also man sollte sich nicht zu früh an den Bären gewöhnen. Der Bulle hat sich nur versteckt. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke Ihnen für diesen optimistischen Ausblick und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.